herzlich willkommen zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal. Ihr seht schon, das ist wahrscheinlich das einer der bekanntesten Spiele im Moment für PC und sonstig was. Man kann sie sich ganz einfach bei Steam kaufen, das heißt Rocket League. Das ist eine Mischung aus Fußball und Auto, also eigentlich Autofußball. Und ja, ich stelle euch das Spiel heute einfach mal ein bisschen vor. Wahrscheinlich kennt das eigentlich schon fast jeder von euch, aber egal, ich stelle es trotzdem mal vor für die, die es nicht kennen. Und ja, wir gehen einfach mal los, gehen wir mal in die Garage. Ich habe jetzt natürlich schon ein paar Sachen freigeschaltet, da ich ja schon öfters gespielt habe. Und ja, das sind die ganzen Autos, die man freischalten kann. Der Backfire, Breakout, Gizmo, Hotshot, den Roadhog, den habe ich im Moment. Paladin, Octane, Merc, Venom und X-Devil. Und mit der Zeit stelle ich euch einfach mal alle Autos vor, die ich jetzt so freigeschaltet habe. Und das sind auch die einzigen Autos, die man freischalten kann. Wenn man das, DLC gekauft hat, hat man natürlich auch noch andere Maps und andere Autos. Und ja, jetzt kommen wir mal zur nächsten Kategorie. Hier kann man die ganzen Lackierungen auswählen für das bestimmte Auto. Das ist jetzt nur für den Roadhog, weil ich den im Moment am meisten benutze. Das kann man halt bei allen diesen Autos machen, wenn man die halt freigeschaltet hat. Und ja, hier kann man die Farben ganz normal auswählen, wie man das will. Sagen wir jetzt einfach mal, ich nehme es jetzt mal so. Und dann kann ich hier auch noch ändern, keine Ahnung, in grün oder so. So, und hier ist genau dasselbe. Das ist für Team Blau, steht hier oben auch, das erkläre ich auch noch. Und das ist für Team Orange, dann kann ich auch, was weiß ich, hier die Farbe nehmen. Und als Sekundärfarbe nehme ich dann, was weiß ich, Schwarz oder so. Dann wäre das so, das wäre Team Blau und das Team Orange. Kann man die Farben verschieden auswählen und hier kann man noch einstellen, was für eine Polierung die haben sollen. Und ja, hier genau dasselbe. Dann kommen wir zu den Rädern. Das sind die ganzen Räder, die man freischalten kann. Meine persönlichen Lieblingsräder sind eigentlich die hier. Aber die passen jetzt im Moment nicht so gut zu dem Auto, finde ich. Aber ich nehme sie einfach, nehmen wir mal die. Die passen relativ gut zu dem Auto. Und machen direkt mal weiter. Hier gibt es nur diese Räder halt. Aber sind halt eigentlich schon ganz viele. Und die natürlich. Danach kommen wir zu den Raketenspuren, die man bei dem Auto benutzen kann. Davon habe ich auch noch nicht alle freigeschaltet, wie man sieht, fehlen hier unten noch ein paar, ungefähr 8 Stück. Und ja, die habe ich bis jetzt alle freigeschaltet, ich kann euch aber kurz was zeigen. Das sind Blasen, Blumen, so ein Datenstrom, Flammenwerfer, Flammenwerferrot und die ganzen Farben, dann Gelb, Gras, Heilig und dann kommen dann so Sterne hinten raus. Hydro, das ist einfach nur Wasser sozusagen, kann ich euch mal zeigen. So, man hat ein bisschen besser. Das Ion, das ist so ein Strahl, der dann da hinten rauskommt mit verschiedenen Farben. Dann haben wir noch Konfetti, Plasma, Regenbogen, Schleim. Das ist eigentlich eins, was ich am coolsten finde, weil das ist richtig cool gemacht. Das sieht richtig lustig aus und macht auch total lustige Geräusche. Also man hat dann immer so ein Schleimgeräusch. Dann haben wir noch Schneeflocken und diese Standardfarben. Ja, das sind die ich bis jetzt habe. Ach so, genau, und Thermik habe ich auch noch. Das ist was ein bisschen was anderes als die Standarddinger. Ja, dann kommen wir zum nächsten Teil. Das sind die ganzen Hüte, die man freischalten kann. Da bei dem Auto habe ich jetzt auch schon alle Hüte freigeschaltet. Und ja, das sind diese ganzen. Ich zeige euch die nochmal kurz. Haben wir hier einen Polizeihelm. So ein. Den habe ich jetzt im Moment. Die Königskrone, hier so ein Sombrero, ein Piratenhut, Pizzaschild, Propeller, der ist auch richtig lustig, dann ein Schutzhelm, Sombrero, Taxischild, so Teufelshörner und dann noch ein Zylinder, ein Zauberhut und ein Warnlicht. Und ja, das sind die ganzen Hüte, die man benutzen kann. Dann kommen wir noch zu den Antennen, die hinten dran kommen. Ich habe hier jetzt so eine MLG-Antenne. Die kann man auswählen, also das sind die ganz normalen Standardantennen. Die habe ich auch noch nicht alle freigeschaltet. Und das sind bis jetzt die ganzen Standard-Dinger, zeige ich euch auch mal kurz. Dann werden wir die. So. Und ja. Dann haben wir das noch. Und die als letztes.
Und hier oben kann man dann noch diese ganzen Community-Flaggen auswählen, indem man die auch halt freischaltet. Und hier zum Beispiel Razer oder ESL oder irgendwas anderes, Emery Army oder Team Fett ist auch cool. Oder YouTube Gaming, Twitch, alle möglichen. Und wenn man wieder zurückgeht, dann sieht man hier halt auch die Landesflaggen kann man auswählen. Unter anderem auch Deutschland natürlich. Und ja, dann haben wir hier noch Videospiele, zum Beispiel zu Blacklight, Retribution oder Warframe oder die ganzen Spiele, die man hier machen kann, spielen kann. Ich habe jetzt im Moment dieses MLG, diese MLG-Flagge, aber ich glaube, ich nehme auch mal eine andere und zwar nehmen wir mal Schneemann. So, das ist dann das Auto, was wir jetzt haben. Und dann zeige ich euch einfach mal ein Match im Online-Modus. Ein Match suchen und dann kann man hier auswählen. Entweder macht man ein Duell 1 gegen 1, 2 gegen 2, 3 gegen 3 oder 4 gegen 4. Und das ist halt, umso mehr Mitspieler dabei sind, desto schwieriger wird es auch, das zu machen, das zu spielen. Und hier kann man halt noch so Ranked-Duelle machen oder halt Doppel. Das ist sowas wie ein Bronze-Cup sozusagen. Da kann man immer ganz viele Ranglistenpunkte bekommen. Hier sieht man bei Ranglistenpunkte, da habe ich 101 Ranglistenpunkte. Und da habe ich halt noch 50, weil ich das noch nie gespielt habe. Und da auch und da auch. Ich habe bis jetzt immer mit einem Freund immer 101, also immer Doppel gespielt, wenn wir Ranked gespielt haben. Aber jetzt spielen wir mal eine Runde Doppel im ganz normalen Playlist. Ich starte einfach mal eine Runde und dann gucken wir mal, wie das läuft. Wie sieht unser Auto aus? Und jetzt starten wir auch schon eine Runde. Und ich hoffe, das könnte funktionieren. Eine Runde dauert immer ungefähr 5 Minuten. Und halt auf verschiedenen Maps. Ich glaube, oh, wir sind jetzt direkt in eine Runde reingekommen. Und ich muss gerade noch mal kurz gucken. Ich beende noch mal kurz die Aufnahme, weil es laggt unnormal gerade. Ja, bis gleich. So, und da sind wir wieder in einer neuen Runde. Ich habe ein neues Match gestartet und die Einstellung noch mal verbessert. Und ich hoffe, das wird jetzt alles funktionieren. Und nicht zu viel ruckeln zwischendurch, aber es ruckelt immer noch brutal. Na, jetzt geht's. Naja, doch nicht. Immer wenn ich wieder... Dann muss ich nochmal kurz, ja, ich spiele mal kurz alleine weiter. Ich stelle mal ganz kurz die Einstellungen um. Dann machen wir hier nochmal so. Dann gehen wir raus. Vielleicht geht's ja jetzt. Müssen wir mal gucken. Wir probieren es einfach mal aus, muss ich die Qualität ein bisschen runterstellen. Dann sieht es zwar nicht mehr so toll aus, aber ich hoffe, das funktioniert dann alles einwandfrei. Und ja, so sieht ein Match aus, wenn man halt spielt im Online-Modus. Und ja, jetzt scheint alles zu funktionieren. Und wir versuchen einfach mal, irgendwas sozusagen hinzukriegen. Wie gesagt, ein Match geht 5 Minuten. Man hat zwei Teams, Team Orange, Team Blau. Und ich bin noch nicht wirklich so gut in dem Spiel, aber ich hoffe, dass ich euch irgendwas bieten kann sozusagen. Jetzt im Moment bin ich in Team Blau, das ist eher schwer zu erkennen, weil ich ja dieses Türkis-Grün habe, aber wir müssen auf das orange Tor, ja. Und wie man sieht, sind die anderen schon relativ gut. Müssen wir mal gucken, ja, das war recht. Okay. Ja, wirklich noch nicht so gut, aber ist ja egal, ich versuche einfach irgendwas hinzukriegen. Wahrscheinlich wird auch nächste Tage oder nächste Woche mal gucken, ein Video mit dem Gamer AD kommen, dem lieben Niklas, mit dem mache ich auch ab und zu mal Videos. Und ja, der spielt auch Rocket League. Aber ich glaube, der hat noch kein Video dazu hochgeladen. Ja, dieser Depp, ja. Kann man nichts machen, ich hatte kein Nitro, ich hatte gar nichts. Ja, scheiße. Okay, machen wir weiter. Ist ja egal, ich will euch heute nur zeigen, wie das Spiel so funktioniert und dann machen wir auch im nächsten Video ein bisschen mehr. Okay. Ja, dann geh halt raus. Oh, toll. Jetzt bin ich auch alleine oder was? Ja, wenn er wieder dazugekommen.
Ja, ist einerseits Ostern, wenn jetzt ein Bot ist. Weil wenn Spieler rausgehen. Wenn Spieler rausgehen, dann wird entweder ein Bot hinzugefügt, also ein Computer, oder es kommt direkt ein neuer Online-Spieler rein. Ich glaube, in diesem Fall ist es ein neuer Online-Spieler. Oben links seht ihr den Chat. Und rechts seht ihr, wie viel Nitro ich habe. Oh, der ist gut. Ah, ein bisschen zu hoch. Schade. Oh, den könnte man noch bekommen. Na, nicht so ganz. Davor unser Partner hat das Spiel schon öfters gespielt und sieht so aus. Und wie man sieht, jetzt habe ich auch diese Schleim-Raketenspur. Ich finde meiner Meinung nach sieht die richtig cool aus. Ah, es war zu schnell. Oh, das war nice gemacht. Gucken, ob wir da noch irgendwas. Ein Rückwärtsgang. Komm, jetzt geht. Oh, es geht auch in die Mitte. Ja, schade. Und man bekommt, wenn man Nitro hat, auch so einen Doppelboost sozusagen. Das heißt, wenn ich jetzt. Ah, das kann ich gerade nicht zeigen. Und der ist drin. Okay. Einfach direkt die nächste. Oh, was jetzt? Okay. Einfach direkt die nächste Runde hinterher. Zeig mal, was da drauf ist. Und meine Technik so bei dem Spiel ist eigentlich erstmal hinten zu bleiben, wenn der andere vorne ist. Weil das bringt jetzt dann beide. Ja gut, der ist geflogen. Das kann man natürlich auch machen. Indem man halt hochspringt und dann Nitro einsetzt, fliegt man. Das hat er richtig nice gemacht, muss ich zugeben. Und kann man auch mal einen Schuss geben. Und mit 1, 2, 3 und 4 kann man so Sprüche auswählen, die man einem sagen kann. Guter Schuss oder gut gehalten oder guter Pass oder irgendwas halt. Du kriegst den nicht. Ja, bin ich getroffen. Mal gucken. Ah, hat er mich gerettet. Wieder volles Nitro. Nein, ich bin vorbeigefahren. Ja, okay, und das kann halt passieren, wenn einer mit vollem Nitro sozusagen in einen reinfährt, dann zerstört man den halt. Mal gucken, ob wir den Ball weg. Nein, den wir natürlich nicht. Ja, und der ist drin. Alter. Oh, ist er nicht? Alter. Okay, die Jungs sind richtig gut, muss ich echt zugeben. Vor allem dieser Kim oder dieser Kim, keine Ahnung, ob er nicht dabei ist. Warum habe ich jetzt meinen Partner weggekickt, Alter? Den. Und man kann halt auch so einen Doppelsprung machen, indem man die rechte Maustaste zweimal reindrückt und mit linker Maustaste macht man nicht. Oh, hätte er die mal gelassen. Ey. Nein. Oh, ich glaube. So. Hat er sich das nicht vergewollt? Versuche den Ball hier wegzuholen. Ah, das war gerade nicht so gut. Doch, das war gut. Okay, Befreiungsschlag und oben sieht man halt, was man für was man für Erfolge bekommt. Wenn man Erfolge bekommt, sozusagen. Alter, die sind richtig gut. Aber ich bin auch wirklich noch nicht so gut. Ich spiele das auch noch nicht so lange. Und Fallrückzieher, das wundert mich irgendwie immer. Immer wenn ich einen Fallrückzieher, immer wenn man Fallrückzieher macht, bekommt er so ein Fahrrad. Ich weiß nicht warum. Ja, dann, ja. Scheiße. Ach man. Na ja, gut. Jetzt wie ihr seht, oben sind noch 9 Sekunden, es steht 7:0 für die anderen. Aber es spielt auch eigentlich keine Rolle, ich bin noch nicht so gut. Und die sind halt, muss ich ehrlich zugeben, richtig gut. Und jetzt zählt er halt runter und dann ist es gleich zu Ende. Ich finde, das ist ein wirklich cooles Spiel, was man spielen kann, auch wenn man kein Autofan ist oder wenn man gerne Fußball guckt oder so. Das ist eigentlich scheißegal. Jetzt, wie man sieht, wir haben eine neue Antenne bekommen. Ich weiß nicht, was das sein soll, aber
Okay, und jetzt sind wir wieder hier. Und ich würde sagen, ich gehe mal zurück zum Hauptmenü, weil das war jetzt so meine kleine Einführung in das Spiel Rocket League. Wenn es euch gefällt, dann geht zu, lernt euch Steam runter und sucht da einfach nach Rocket League. Es kostet 20 Euro. Ihr könnt das mit allen möglichen Sachen bezahlen, mit Paysafe-Karten, wie heißt es? Ja, toll, habe ich jetzt vergessen, ist ja auch scheißegal. Aber wenn ihr es euch kaufen wollt, bei Steam einfach Rocket League eingeben, dann kommt das sofort. Das ist eines, meiner Meinung nach, eines der Spiele, die sehr, sehr oft gespielt werden in letzter Zeit. Mit Minecraft und noch anderen Spielen, vermute ich jetzt mal. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch eine kleine Bewertung da. Und wenn es euch gut gefallen hat, lasst doch auch gerne ein Abo da. Würde mich richtig freuen. Und ja, hau rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.